So, ihr Lumpis da draußen. Weiter geht's mit RimWorld. So, ich hoffe, dass es jetzt hoffentlich gleich hier ein bisschen regnet, damit die das Feuer aufhört. Und hier, oh, alles weg, bitte. Ich will keine Seuche haben, Pflanzenseuche. Oh. Ich möchte nur den einen hier anklicken. So, keine Aussaat erlauben. Und alles weg bitte, damit die blöde Seuche sich nicht weiter ausbreitet. Hopp, hopp. Haben wir denn genug? Ach, hier ist ein Dings. Das können wir mal jagen noch. Haben wir denn genug Holz? Wohl nicht. Oh, hier sehe ich gerade, das kann aus. Wir brauchen Holz. Damit die Fallen wieder bauen. Oh, könnte man hier hinten noch ein bisschen Holz fällen. So. Mal hier gucken, alles klar. Ja, das geht nicht hier durch meine Mauer durch, das Feuer, das ist gut. Und dann habe ich vor, hier mal die Forschung ein bisschen voranzubringen. Ey, das geht mir zu langsam. Lorenzo oder Lado? Lorenzo ist, hat sich gerade in sein Zimmer eingesperrt, ne? Mensch, Lorenzo, so schlimm kann es doch nicht sein. Der Lado macht gute Medizin. Und der Besen. Ja, der ist bald schon wieder fit. Dann können wir nochmal probieren, ob der mir jetzt mal endlich eine Niere rauskriegen. So, Lado geht's aber auch nicht gut. Was hattest du denn? Hungrig, krank, was? Ach so, ja. Das geht vorbei, Lado. Das geht vorbei. Ah, jetzt habt ihr hier Feuer. Müssen wir auch hier nochmal gucken. Ja. Das hier, nein. Muss auch kein Heimatgebiet sein. So. Weil hier kommt das Feuer eh nicht durch. Macht ihr denn jetzt alle hier Feuer löschen? Nee, braucht ihr nicht. Braucht ihr nicht. Könnt ihr einfach brennen lassen. Ist gar nicht schlimm. So, wie sieht's aus? Die Dinger hier machen was. Und hier ist auf jeden Fall hier oben schon mal die Sachen weg mit der blöden Pflanzenseuche. Genau, und hier wollte ich nachher mal schauen, wo die den Hopfen hinbringen, wenn die den geerntet haben. Da ist hier auch noch Holz zum Hacken. Naja, ein Baum. Immerhin. Immerhin ein Baum. So, noch 8 Neutramin. Ja, Lorenzo, du kannst einfach... Ah, jetzt. Ess mal was. Das ist in Ordnung. Und dann geh schlafen. Ist recht. So, Lado, der macht noch Medizin. Jawohl. 10 Stück haben wir da, glaube ich, eingestellt. So. Feuer ist keine Bedrohung mehr. Kann von mir aus da unten weiter wüten, stört mich nicht. Aber hier, das hier hätte ich gerne weggehabt. Hier, tut doch mal bitte erstmal hier. Ach, das habe ich nicht eingestellt.
Die Pflanzen müssen hier auch noch weg. So leid es mir tut. Und dann können wir wieder voll loslegen mit Bepflanzen. Ja, kann man ein bisschen schneller machen. Bäume müssen hier noch gefällt werden. Bisschen Holz haben wir, aber nicht wirklich. Und hier, das können wir eigentlich auch mal aufhören. Braucht man im Moment nicht. Nee. Genau, dann tun wir lieber hier Eisen draus machen aus dem Metallschrott. Jawohl. Schön die Sachen abernten. So. Der Besen hat sich mal wieder erholt. Dann ist klar, was passiert. Ich will immer noch die linke Niere haben. Menschenskinder. Kann doch nicht so schwer sein. Wer macht das diesmal? Scarlett. Och. Besen wurde zerschnitten. Oh, ups. Ich dachte, die Scarlett kriegt das jetzt mal hin, aber nein. Jetzt sind sie natürlich hier, ja gut, minus 5. Nur weil so ein unschuldiger Gefangener gestorben ist. Kann ja mal passieren, ne? Es ist ja... Wups, ne? Kann ja mal passieren. So, hier unten noch die Bäume. Muss ich auch noch sagen, hier Pflanzen entfernen. Jetzt machen die das natürlich nicht. Ups. Ja, mach halt das Gras hier auch weg. Ist mir egal. So, Leo, was machst du? Nachtarbeit. Schön das Gras entfernen. Sehr gut, Leo. Und die Bäume da weg. Nein, nicht pflanzen. Nein, 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 nein. Erstmal nicht. Erstmal alles wegmachen und dann könnt ihr wieder alles hier anpflanzen. Dann ist die Seuche hoffentlich zu Ende. Sobald die weg sind. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wo bringen die jetzt den Hopfen hin? Weil Platz haben wir da gar nicht. Jetzt machen wir einfach mal hier eine Zone. Lagerzone. Ah, die bringen den hier rein. Ah, das ist blöd. Das ist blöd. Wir bräuchten noch ein Hopfenlager. Tja. Mit bisschen Kühlung. Können wir eigentlich hier hin machen. Schadet ja nicht. Also Schieferblöcke und Granitblöcke haben wir genug. Also machen wir hier mal eine Schieferwand. So bis hier. So. Ja, vielleicht noch ein bisschen größer. So vielleicht. War mal richtig groß. So, dann machen wir da eine Tür rein. Und dann kommt hier die Lagerzone für den Hopfen. Alles löschen. Müsste das hier sein? Nee. Rohstoffe, Pflanzenmasse, Hopfen. So, und hier soll nämlich kein Hopfen rein. Dann machen wir hier noch eine Kühlung hin. So. Ja. Dann können die nämlich von da den Hopfen hier rüberbringen. Das ist Lager für das fertige Bier. Nee, pass mal auf, das machen wir anders.
Das machen wir so. So. Und diese Zone. So. Wieso ist jetzt hier eine leckere Mahlzeit oder verdirbt das Bier auch? Wahrscheinlich schon, gell? Und auch die Würze. Ach, hier ist jetzt alles drin. Warum denn? Hier soll nur Bier rein. Und hier soll nur Bierwürze. Okay. Ah, die Bierwürze, die verdirbt auch, aber die wird ja gleich zum Glück hier reingemacht. Ja, pass auf, dann machen wir hier auch, machen wir hier einfach ein Lager für alles. So, pass auf. Hier oben das noch größer. So, abreißen. Der Raum kühlen. Standard 9 Grad. Hui, jetzt regnet es aber. Feuer. Ja, es regnet ja. Das Garlic geht trotzdem mal hin. So, wir haben hier auf jeden Fall wieder Aussaat erlauben. So, das kann auch wieder aus. Ui, ist aber dunkel jetzt hier. Wieder Feuer. Wo denn? Ah ja. Das ist nicht so schlimm. Solange es regnet, macht das alles nichts. Die Saar kommt trotzdem und macht das schön aus. Fein. So. Wenn das hier fertig ist, dann können wir das mal erweitern, weil dann mache ich ja einfach drei Dinger, ein kleines für Bierwürze und ein großes für Hopfen, großes für Bier. Kann man schon mal ein bisschen kleiner machen, den Hopfen. So. Und dann machen wir eine neue Zone. Mal so. Das ist die Bierwürze. Und dann kommt hier noch die Zone für Bier. So. Dann kann nämlich das hier weg und das hier auch weg. Dann machen wir einfach hier noch so, lalala. Richtig viel Bier soll gemacht werden. Da könnt ihr Bier brauen bis zum Untergang. Bierwürze mischen. Sehr gut. Das ist tiefgekühlt. Sehr schön. Weil der Hopfen ist ja bald fertig. Dann habt ihr hier einiges an Hopfen. Und dann haben wir auch schön viel Bier. Weil Bier braucht man. Also das ist ja ganz klar. Wichtige Sache. Ich sehe, zwischendurch wird auch mal geforscht. Und Xi hat jetzt endlich mal wieder Zeit für die Energierüstung. Fände ich cool, wenn die mal fertig wird. Wunderbar. Essen haben wir echt genug. Und die Fallen sind alle auch wieder aufgebaut. Sehr schön. Lorenzo ist am Forschen. Sie ist gleich fertig. Lado macht hier die Produktion des Stahls weiter. Sehr schön. Wir haben auch massig Stoff.
Wieso ist hier drin nicht so kalt, wie es sein sollte? Minus 1. Ja gut, das reicht ja. Reicht ja. Nee, ich habe jetzt gerade keine Zeit, hier versteckte Gegenstände zu suchen. Keine Zeit für so Späße hier. Oh, hier massig Bier. Ich hoffe, dass nicht zu viel. Ah, sehr schön. So. Ich will ja langsam mal eigentlich hier in die Richtung mit dem Schiff. Das heißt, wir bräuchten noch Kryptokapseln. Wir brauchen auch den Langstrecken-Mineralien-Scanner. Was sind denn Transportkapseln? Aha. Suborbitale Transportkapseln. Habe ich auch noch nie gemacht, ne? Und das erforschen wir mal. Will ich mal wissen, was das ist, wie das funktioniert. Wenn man da schnell reisen kann, das ist ja super. So, der Leo ist wach. Der baut an. Die Heilwurzeln. Sehr schön. Sehr, sehr schön macht der das, der Bub. Aha, aha, aha. So, was gibt's denn dann noch zu tun? Im Moment. Ah, Energiewaffen. Ist das hier? Nee, ich denke mal, das ist hier. Ha? Energiegewehr. Mach mal. Was brauchst du denn dafür? 50 Plaststahl, 2 Hightech-Bauteile. Wow. Egal, mach mal 2. Plaststahl ist uns nämlich schon wieder ausgegangen. Nein, hier ist noch. Nee, da ist noch. So, eine Rüstung ist fertig. Die sieht der Xi gleich an. Das finde ich gut. Und er macht gleich noch einen Helm. Perfekt. Was habt ihr denn alle wieder für verrissene Kleidung an? Staubmantel, der ist zerrissen. Bei dem Guten. Und hier ist es die Hose. Oh, das ist ganz schlecht. Okay, da müssen wir mal hier ein neues Gebiet machen. Das nennen wir mal Unterdach, wa? So. Ignoriert, ach Gott, was mache ich denn? Unterdach. So, das heißt, ihr dürft auf jeden Fall euch hier aufhalten. Hier, da ist auch noch Dach. So. Alles unter Dach hier. Unter Dach und Fach. Ah, giftiger Niederschlag. Vielleicht bauen wir hier auch noch ein Dach hin. Können die wenigstens hier durchlaufen. Klar, die Pflanzen können sie dann nicht abbauen und so, aber ist halt so. Hier ist auch Dach. wollen wir hier Dach erstellen. So.
So, das müsste doch auch gehen, oder? Ja, da macht doch die Pappel weg. So, dass die wenigstens hier rein können. So. Genau. Nein, nein, Quatsch. Was wollte ich machen? So, dann könnt ihr nämlich auch hier lang... was mache ich? Erweitern. Unterdach. So. Hier lang laufen und hier lang laufen. So. Hier lang laufen. So. Und dann tun wir das alles denen noch zuweisen. Unsere guten Tiere auch. Und dann hoffen wir, dass bald der giftige Niederschlag wieder aufhört. Ne? Aber wie lange das geht und ob das überhaupt passiert und so weiter, das sehen wir beim nächsten Mal, Leute. Ne? Macht's gut, bis dann.